So, Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei F1 2020. Ich hoffe, der Ventilator ist nicht zu stark oder so, aber es geht leider nicht anders. Ja, Zandvoort, das Rennen steht an. Eingeschaltet habe ich schon alle Strategie. Ich weiß nicht, ob sie sich hier vielleicht eigentlich geändert hat, aber ich habe auch nichts verändert oder so. Ich nehme einfach die 2-Stopp-Strategie, obwohl die 9 Sekunden länger dauern, aber dafür hast du natürlich auch ganz gute Reifen, ne? Und wir starten von Pole. Also im Multiplayer ist mir hier ein bisschen was passiert, dann bin ich nach hinten gefallen, aber bin noch auf dem zweiten vorgefahren. Mit hart gestartet und dann zweimal gedreht und Frontflügel kaputt und dann nochmal mit Gelb und dann nochmal mit Rot. Hier sind schon mal bessere Voraussetzungen. Naja. Dann wollen wir mal. Beim Übungsstart konnten wir keine Probleme feststellen. Behalte die Drehzahl beim Start im Auge. Wir wollen schließlich nicht stehen bleiben. Aber vielleicht ist auch alles ein bisschen laut hier, weiß ich nicht. So. Oh, das ist hinter mir, das wäre sozusagen meine Schwester. Hier dominiert ja halt keiner, also das versucht dann ja eher ich zu sein hier, aber hier teilt ja so ein bisschen auf mit Bottas und Leclerc, Hamilton, Vettel, Verstappen und so. Hamilton und Verstappen fahren im Start mit Gelb übrigens, ne? Und dann machen die wahrscheinlich einen Stopp, das ist nicht so gut. Vielleicht muss ich darauf reagieren, aber wir starten ja auf Rot, das ist nicht so leicht natürlich. Also wir können jetzt nicht so leicht auf einen Stopp switchen. So. Die restlichen Fahrer nehmen ihre Positionen ein. Gedulde dich und achte auf die Startampel. Scheiße, das war ein schlechter Start. Und hier weit raus, scheiße. Oh, die machen mich schon platt hier. Oh nein, nicht drehen wieder hier. Mist, das war kein guter Start. Ich fahre wie der letzte Honk. Oh, toll, dass kein ERS geht hier. Warum auch immer. Thank you.
Ein langes Rennen auf jeden Fall. Nicht so leicht. In 2 Tagen in Folge mache ich das, aber das kenne ich ja schon. Typisch Sektor 2, persönliche Bestzeiten. Warum fällt das denn immer aus? Ey, das ist doch scheiße. Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Wir können das DRS nutzen, wenn du höchstens 1 Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone liegst. Schwer zu überholen hier, echt. Die Gegner nämlich schwer sind. So. Das ist ein bisschen schwerer als im Multiplayer eingestellt. Toll, dass es immer ausfällt, ey. Benutze ich das zu viel, so schaffe ich das sonst nicht. Ja, so wollte ich es eigentlich auch nicht. Aber der war so langsam da gerade. So nichts passiert, keine Verwarnung oder sonst was. Das ist einfach nur eine Berührung gegeben, ne? Warum fahre ich denn jetzt schlechter, obwohl ich freie Bahn habe? Guck mal an! Verstehe ich nicht! Erst ein bisschen aufladen. Die kommen ran, aber nicht zu sehr, hoffentlich. Oh, hartes Stück Arbeit hier. Boah, das ist sehr nah an Leclerc dran. Bettelt euch lieber selber. Geht mir nicht auf den Zeiger. Oh, oh. So sehr lädt sich das überhaupt nicht auf, diese scheiß ERS, ne? Wunder, dass man das kaum zur Verfügung hat. Muss ich auch mal wieder. Sei vorsichtig, wir rechnen damit, dass dein Grip bald nachlassen wird. Glaube ich auch. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Nee. Aktuelle behalten! Bestätige. Schwierig, ich muss fahren.
Lenk mich nicht ab. Start und so in erste Runde war echt nicht gut. Und da waren die auch natürlich sehr aggressiv. Sieht auch nicht so gut aus. Und so sind nur 4 Sekunden hinter mir. Ich muss weit genug wegkommen, weil die wahrscheinlich einen Stop weniger machen. Ne? Muss man sich echt im Auge behalten. Ich denke mal, Leclerc und Bottas können nicht unbedingt einen Stop machen. Es sei denn, die fahren lange mit Weiß, dann haben die aber irgendwann scheiß Reif. Ist nicht ganz so gefährlich. Dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Mal gucken. 15. wären wir gerade dann. Echt, ich soll mich schon abfliegen jetzt. Also wenn wir freie Bahn haben, setzen wir uns deutlich ab. Ich könnte mir vorstellen, Bottas wäre es schneller. Aber der kommt nicht an Leclerc vorbei. Die haben hier auch ungefähr denselben Motor, so von der Stärke. Echt, Leclerc macht einen guten Job mit dem scheiß Ferrari. Hieß er ja natürlich ganz, nicht ganz so scheiße. Aber Bottas würde den eigentlich wegsnacken. Ne? Obwohl hier ist noch nie gefahren worden, in echt. Das ist ja alles leider verschoben worden. Das weiß man aber nicht. Kommen ziemlich weit nach hinten erstmal, wenn wir stoppen würden, aber meistens stoppen dann sowieso noch andere. Man darf nur nicht jetzt, dürfen nicht so richtig im Verkehr hängen. Ne? Zehn Runden, naja, das ist halt auch kritisch. Gerade so, wegen vorne links. Ne? Am Ende nochmal 10 Runden ist besser. Eher geht eher, weil ja, da hat man ja nicht das Qualifying und so gefahren. Und nicht In- und Out-Lap. Diese Runde geht's in die Box. Gib uns eine gute In-Lap. Hi, 2. Sprit haben wir jetzt noch ein bisschen gut. Ja, kann ich auch noch ein bisschen, wie man die hört, so von rechts, ne, wegen langen Graben da.
hängen aber alle aufeinander da, ne? Bis Hamilton und so. Oder ich weiß nicht, ob das noch weitergeht. Na, hinter Hamilton hängt noch Albon und Vettel dran. Ich weiß nicht, ob die auch noch gelb fahren, das weiß ich jetzt nicht. Die beiden, die gelb fahren, sind jetzt ungefähr 6 Sekunden hinter mir. Ein Stopp weniger, dann muss ich ja über 20 Sekunden ausbauen. Das ist nicht so leicht. Das wird alles auch immer irgendwann nachlassen bei denen natürlich. So, richtig reingeballert. Habe ich es auch nicht angesagt, aber die Strategie hat sich ja nicht geändert. So Jungs, macht einen guten Stopp. 2,7 ist mittelmäßig. Alles okay, ist nicht schlecht. Aber es geht besser. Du hast noch einen Boxenstopp. Boxenstopp noch mit dieser Strategie. Oh, wir müssen uns beeilen. Da kommt mein Teamkollege und alles. Oh, perfekt wieder rausgekommen. Perfekt abgepasst eigentlich sozusagen. Und der hat noch rot, der muss eh noch wechseln. Also der wird jetzt eh gleich erstmal langsam sein. Puh, sonst guck mal, wo wir denn dahinter wären. Ich sehe das jetzt nicht so. Aber ich glaube, dann wären wir richtig im Verkehr. Perfekt. Perfekte Runde und perfekt wieder rausgekommen. Brrr, hab ich das eher gerollt. Guck mal, jetzt setzt auch drastisch ab gerade schon. Vettel fährt auch gelb, Albon aber nicht. Albon, Leclerc und Bottas müssen dann auch gleich reinkommen. Vettel, Verstappen und Hamilton aber nicht wahrscheinlich, noch nicht. Albon ist aber noch nicht drin. Norris und Ocon waren auch noch nicht. Ja, bis zur 12. Runde kann man auch schaffen. Schwer man so zu bremsen und dann wieder umzustellen irgendwas. Manchmal muss man halt das Benzingemisch, manchmal muss man ERS machen. Ja, ist nicht so leicht hier. ERS fällt mir leichter von der Hand, weil hier dann kann ich eher später fett machen, weil es nicht ganz so leicht zu drücken ist. Wenn man das gut hinkriegt, alles perfekt. Lando kommt an die Box, Lando an der Box. Albon fährt mit. Okay. Er fährt auch mit weiß. Rot-weiß. Macht auch nur einen Stopp. Dafür haben wir bessere Reifen und wir holen wieder auf die auf, die einen Stopp machen hier zum Beispiel. Vettel und Hamilton und so. Die sind dann nicht weit vor uns und dann müssen die sozusagen nur einen Stopp machen und wir aber auch noch. So ist noch alles drin hier. Aber wir müssen natürlich auch kämpfen. Zwei Stopps ist nicht so leicht. Man muss auch dann Speed haben. Das ist sowas nicht so gut. Wir haben fast den gesamten Benzinüberschuss verbrannt. Sind bald wieder am Planziel angelangt. Ja, schalte möglichst bald den Motor runter. Über eine halbe Runde noch fett.
Das war nicht gut. Geht rein. Und die anderen auch. Boah, das ist auch hart. Rot hart. Also rot-weiß genommen. Oh, oh. Alle hart da vorne. Manche rot-gelb, rot-weiß und manche gelb-weiß. Okay, die stoppen da alle nicht mehr. Albon hat das ja auch gemacht. Oh Gott. Ja, aber die sind jetzt zum Beispiel mindestens 11 Sekunden hinter mir. Und wir müssen nochmal stoppen. Ich darf jetzt nicht so viele Fehler machen. Hier, ich muss gut fahren. Zwei Stopps ist nicht so leicht. Jetzt würden wir Siebter sein, wenn wir jetzt stoppen würden. Das ist aber irgendwo gelb. Grüne Flagge. Das Mercedes fällt aus. Bottas. Safety Car, Safety Car. Kein Überholen und langsamer werden. Halte dein Delta positiv. Das ist schlecht für mich. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Boxenstopp. Was habe ich denn? Was war das? Boxenstopp! Durchfahrtsstrafe. Du hast eine Durchfahrtsstrafe. Hä? Oh nein! Los, fahr jetzt! Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Ah, Safety Car macht natürlich wieder alles durcheinander. Wenn ich irgendwo in Führung bin, kommt dieses scheiß verfickte Safety Car, ne? Gestern war ich irgendwo hinten sozusagen, da wollte ich das haben, da kam es nicht. Toll, mit der Durchfahrtsstrafe habe ich nicht gemerkt. Gut, wir haben jetzt bessere Reifen, aber wenn ich gleich eine Durchfahrtsstrafe mache... Weil er jetzt natürlich erstmal den Boxenstopp leider gemacht hat. Ja, das ist ganz schlecht.
Immer ist irgendwas, ey. Sonst... Nee, ey. Klar, diese Boxengasse ist nicht so langsam von der Geschwindigkeit her, aber... Mann, Bottas, ey. Die Saison ist ja wahrscheinlich schlecht, wa? Ah, nee, ist ja nicht sozusagen die zweite oder so. Ist ja hier kein MYTEAM. So, toll. Darf ich... Was? Los, los, los! Wollt ihr mich total... verarschen. Ich dachte, es kommt jetzt... Gas geben, sobald diese angefahrenen Reifen auf Temperatur sind. Ja, toll, ich mache die alten Reifen wieder rauf. Also seid ihr so behindert oder was? Schließen wir ein wenig zum Feld auf. Wir fallen zu weit zurück. Denk daran, dass wir nicht weiter als 10 Wagenlängen vom nächsten Auto entfernt sein dürfen. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Halte die Reifen auf Temperatur und denk daran, dass bis zur ersten Safety Car Linie Überholverbot herrscht. Bleib bis zu den grünen Flaggen an deiner Position. Ja, toll, und was mit meiner Durchfahrtsstraße? Ach, ich verstehe das hier nicht, ey. Was sind die so dämlich, ey? Guck mal, jetzt ist da so eine Linie wieder, ne? Ja, oder auf Mager und... Ach, ich bin da völlig von der Rolle hier. Was ist denn jetzt mit meinem scheiß Safety Car? Mit... Ach. Jetzt hab ich eh scheiß Reifen und alles scheiße hier. Jetzt steht das da, ey. Ihr wollt mich... Oh Mann, ey. Warum... Mann, ey. Das kann nicht angehen, alles, ey. Erstens, warum habe ich die überhaupt bekommen? Zweitens, dann macht er sofort einen Stopp. Habe ich schöne neue Reifen. Dann dachte ich, ich mache dann wenigstens die scheiß Strafe, aber nein, er macht nochmal. Und zwar die alten Kackreifen. Jetzt habe ich schöne Kackreifen und ja, toll, echt. Wow.
Okay, die Rennleitung hat das DRS jetzt aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Schön für die Rennleitung. Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein, aber geh es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Los jetzt! Wir können nicht länger mit dieser Motoreinstellung fahren. Wir sind nur ungefähr eine Runde über Planziel. Fahr so bald wie möglich auf Mischung 2 runter. Jeff, sei leise. Alles klar.
ein paar Infos zu Latifi. Sie haben eine Art mechanisches Problem. Ein paar Informationen zu Ray können. Es scheint, sie haben ein Problem.
Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, dass... Werfen wir einen Blick auf die Fahrerrangliste. Lewis Hamilton übernimmt die Führung in der Fahrerweltmeisterschaft. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Keine Veränderung an der Spitze, aber mit den Punkten von heute wird die Führung deutlich wackeliger. Nun, das war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende in der Formel 1. Begleiten Sie mich und Stefan bald wieder, wenn wir mit mehr Formel 1 Action zurück sein werden.